Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Wir wurden gerade darüber informiert, dass wir eine Exhort-Operation in Ägypten ausfindig gemacht haben, die uns Geld klaut. Da wollen wir doch schnell mal eingreifen. Und hier hingehen und sagen, verdeckte Operation. Und wir machen das so wie immer, indem wir dort... Ich dachte, es geht sofort los mit dem Einsatz, aber anscheinend nicht. Indem wir dort einen Spion hinschicken, nämlich Habika. Habika ist einfach die Beste und Habika können wir vielleicht noch Ausrüstung geben. Nö, Bewaffnung vielleicht und noch, nein, geht leider nicht gut. Entsenden. Wir wissen zwar, dass die... Wir machen seit Tagen nichts anderes. Alles, woran ich denken kann, ist mein Bett. Ich bin mir nicht sicher, wie das zusammenhängt. Was macht er genau seit Tagen, dass er nur an sein Bett denken kann? Ich weiß es nicht. Also, wir wissen zwar, dass in Ägypten nicht die Basis sein kann von Exalt, aber wir kriegen hier vielleicht endlich neue Infos und dann haben wir vielleicht viel weniger Städte noch übrig. Das wäre total super. Dauert jetzt natürlich wie letztes Mal 7 Tage oder sowas. Verdeckte Operation 6, ganz genau. Also. Ah! Unser Hyperwellending ist fertig. Das ist nicht hässlich. Ist wirklich, wirklich nicht hässlich. Und wir haben Legierung gekriegt. Und wir können uns das auch angucken. Ich kann... Upsala, ich kann euch... Genas. Ich kann euch das zeigen. Ich weiß, ich habe nur vergessen, wo wir es hingebaut haben. Das ist unser Illyrium-Kraftwerk. Das ist unser Erdwärmekraftwerk. Das sind unsere Satelliten-Nexi und Satellitenkontrollzentren. Das ist unsere Gießerei, wo wir im nächsten Monat vielleicht mal unser Geld ausgeben könnten. Das hier ist unser... mal ranscrollen. Unser Psi-Labor. Creepy, creepy. Extra creepy. Das habe ich vergessen. Das müsste unser Genlabor sein. Und da ist er. Unser Hyperwellendingensbombens. Tief unter der Erde. Okay. Forschung. Da wir jetzt im Besitz des Hyperwellenleuchtfeuers sind, stellt sich die Frage, was wir davon lernen können. Ja. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit prüfen, ob UFO-Aktivitäten zu sehen sind. Na, wenn das mal kein Hinweis ist. Tja, die Frage ist, was wir mit beiden Sachen machen. Wir probieren es mal rauszufinden. Flugzeugtransfer abgeschlossen. Satellitenabdeckung nun verfügbar über China. EMP-Kanone. Dann wollen wir mal gucken. So. EMP-Kanone zur Herstellung verfügbar. Schiffreparatur in der Gießerei verfügbar. Codename Ionen. Und schöner Text. Könnt ihr wie immer lesen, wenn ihr jetzt pausiert. Und jetzt geht es weiter. EMP-Kanone. Die EMP-Kanone wurde entwickelt, um mehr Alien-Technologie aus abgeschlossenen UFOs bergen zu können. Die wertvollen Alien-Systeme werden zwar deaktiviert, durch den EMP aber nicht beschädigt, sodass man sie bergen kann. Super interessant, könnten wir machen, aber ich schieße lieber mit irgendwas, was alles super kaputt macht. Schiffreparatur, das sind diese für diese Roboter, die haben wir bisher nicht gebaut. Wenn das kommt, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So, jetzt haben wir Plasmapistole und Plasmakanone. Ich würde gerne die Pistole zuerst mal nehmen, denn die Pistole wird von allen eingesetzt. Oder kann von allen eingesetzt werden, wollen wir ja korrekt sein. Eingehende Übertragung. Ah, unser Geld kommt. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Ja, gelohnt. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Ach, ich bin ganz sicher. Ich habe festes Vertrauen daran, dass es bei uns weitergeht. Wir haben aber nur eine B-Wertung bekommen, denn ein UFO ist uns entkommen. Das heißt, wir brauchen... Wir bleiben in Kontakt, Commander. Denke ich, noch ein paar Jäger, die ein bisschen... mehr Krach machen. So, aber ich möchte noch eine Sache machen, bevor wir in die nächste Kampfhandlung gehen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen. Ja, bitte, keine Ursache. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Gehen wir in die Gießerei. In die Gießerei. Die Gießerei haben wir vorletztes Mal gebaut oder so und da sind noch viele Sachen, die wir noch Spannendes machen können. Verbesserter Pulsbogen. Finde ich super. Wenn wir die Energie unseres Pulsbogens erhöhen, sollte das die Betäubungschance im Kampf signifikant erhöhen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob der Pulsbogen dadurch signifikant nachgebessert wird oder wir einen neuen bauen müssen. Dauert 7 Tage. Ja, können wir trotzdem machen.
Verbessertes Medikit geht nicht wegen Leichen. Wir brauchen Leichen dafür. Ah, gut zu wissen. Schiffs, das sind diese Plattformen, die brauche ich nicht. Drohnenabfang, was ist das? Das kostet uns relativ viel dafür, dass es um blöde Drohnen geht. Munition sparen, das wollte ich machen. Bitte. Munition sparen. Projekt beginnen. Dann haben wir... Oh! Oh, wir haben so viele schöne Sachen. Das ist für Rüstung. Das interessiert mich nicht ganz. Tarnsatelliten, denke ich, ist ein Muss. Dann Scope Upgrade. Das ist ein Muss. Geliertes Illyrium ist gut für den Flammenwerfer, aber wie oft haben wir den bisher eingesetzt? Eher nicht so. Verbesserte Servomotoren für unsere Cyberanzüge. Bitte. Geformte Rüstung. Die mechanischen Cyberrüstungen. Durch ein Untersuchen der Verbindung zwischen gepanzerten Außenschalen und Kern konnten wir unser eigenes Rüstungsdesign verbessern. Das könnte taktische Überlebensfähigkeit all unserer mechanisierten... Ja, das machen wir. Überlebensfähigkeit verbessern ist genau unser Gig. Was haben wir noch? Taktische Halterung. Die verstärkten Anforderungen an die taktische Flexibilität haben uns dazu gebracht, taktische Trage und Befestigungssysteme zu entwickeln, die zu allen Individualschutzsystemen für XCOM-Soldaten kompatibel sind. Dadurch können Soldaten einen zweiten Ausrüstungsgegenstand mit sich nehmen. Yes, siri. Genau das brauchen wir. So, wir haben noch 420 Credit. Wir haben offensichtlich schon wieder sehr, sehr viel ausgegeben. Das ist Wächterdrohne, das ist nett, aber das brauchen wir nicht. Geletes. So selten, wie wir den Flammenwerfer einsetzen. Ich bin kein Fan von. Ich sage den Teams in der Gießerei Bescheid. Sie können den Fortschritt in der Projektwarteschlange von der Technikabteilung aus verfolgen. Ja, ist ein bisschen voller diesmal. Ja, was mich dazu bringt, wir wollten noch ein paar Sachen machen, nämlich baue, kaufe Gegenstände. Wir müssen noch mehr Geld ausgeben. Wir brauchen nämlich noch mindestens... Die kosten nur 66. Bauen wir ruhig 2 Firestorms. Sehr gut. Immer wenn 2 fertig sind, bauen wir dann 2 neue. Und diese 2 Firestorms, lasst uns das mal ruhig so machen. Die brauchen jeweils auch die Fusionslanzen. Das heißt, davon brauchen wir auch 2. Gut. Jetzt geben wir erstmal kein Geld aus. Jetzt warten wir erstmal ab. Und scannen. Oh, es tut sich etwas. Moment, was hast du getan? Schalt sie aus! Fassen Sie nichts an! Oh. Das könnte es sein, worauf wir gewartet haben. Allerdings. Es scheißt sich auseinander. Stellen Sie das ab! Es kann die ganze Basis zerstören! Nein! Geben Sie ihm Zeit! Vertrauen Sie mir. Einmal. Was macht sie jetzt? Es arbeitet. Oh. Sir, wir bekommen neue Daten von der Hyperwellenverbindung. Oh, sehr gut. Der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Aber wir haben das Leben aller aufs Spiel gesetzt. Um die Neugier der Doktorin zu befriedigen. Naja. Dafür hat sich das Risiko gelohnt. Wären wir nicht so hartnäckig gewesen, hätten wir diese Information nie bekommen. Ja, aber wer bestimmt das Risiko? Ist das eine Sache, eine Entscheidung, die Dr. Wahlen alleine treffen darf? Oder sollten das mehr Leute machen? Oder gar ganz andere Leute? Oder sollte man diese Entscheidung gar nicht treffen dürfen und immer auf der sicheren Seite sein? Das sind alles spannende Fragen, die, wie ich finde, durchaus hätten mehr Raum haben können in der Storyentwicklung von XCOM. Beste Hoffnung für Teil 2. Neues Ziel. Fange das Aufseher-UFO ab. Fange das Aufseher-UFO ab. Greife das abgestürzte Aufseher-UFO an. Können wir machen? Hm, da ist es. Abfangjäger starten. Oh, wir haben hier unten sogar eins mit Fusionslanze. Sehr gut. Also do your worst, wie unsere Freunde über dem Atlantik sagen. Do your worst. Oh ja, ich liebe das, wenn das Ding abzieht. Das kann nicht gesund sein für einen Piloten, aber ich hoffe, die haben irgendeine Form von Dämpfung. Oh, oh, oh. Komm, ja.
Sehr gut. Leicht beschädigt, das ist okay. Und wir haben... Oh, und durch die Hyperwellenverbindung, meine Damen und Herren, haben wir jetzt hier oben ungefähr eine Übersicht, was das für Viecher sind, die wir hier haben. Ethera, das ist ein neuer. Drohne, schwerer Schweber. Elite-Mutant und Sektopod, das ist alles okay. Aber Ethera, das ist neu. Da sollten wir vielleicht ein wenig Sorge haben. Okay, Skyranger losschicken. Die Crew ist richtig, die möchte ich so mitnehmen. Allerdings... Ja... Ich überlege, ob wir noch einen zweiten Bogenwerfer mitnehmen. Nee, wir belassen das so. Dann wollen wir mal sehen. Die Frage ist natürlich, was wollten die... Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Dort unten. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Das Alienschiff ist in Flammen aufgegangen und abgestürzt. Die Absturzstelle liegt in einem ländlichen Gebiet ohne größere menschliche Siedlungen. Wir müssen das Schiff sichern und Überlebende ausschalten. Tja, dann wollen wir mal sehen. Ich habe natürlich große Sorge, ob des neuen Aliens, was dort ist... Wenn das der Alien-Anführer ist, den wir suchen, dann wird Sie er ganz besondere Schiff Kräfte haben. Sie haben diese fortschrittlichsten Technologie geschützt. Wir können also davon ausgehen, dass sich im Inneren etwas befindet, das für ihre Invasion extrem wichtig ist. Wir sollten uns auf schweren Widerstand einstellen. Davon Sie würde ich es uns nicht kampflos überlassen. Genau davon würde ich auch ausgehen. Ah. Position bestätigt. Probieren wir langsam und vorsichtig vorzurücken und zu überlegen, wo das blöde UFO ist. Ist es hier? Ja, das sieht danach aus. Man kann es immer nicht gut erkennen. Aber wenn man in etwa weiß, wo die Ränder der Karte sind, dann kann man sich das ein bisschen denken. Okay, gut. Okay, alle können irgendwie zu diesem Baum... Aber der hier kann natürlich... Strutzi kann einen Tick weiter, wie immer. Ich glaube, wir können fast nach... Ja, bis zu diesem Baum vor, ohne dass uns was passiert. Das ist nur das Meld, keine Sorge. Rücke vor wie der Wind. Feind in Sicht. Und natürlich. Oh nein! Meine Güte. War ich doch glatt? Falsch informiert. Das ist ein. Auch ein. Wir haben zwei neue Aliens. Au! 7 Schaden ist unschön. Der hat gefühlt ungefähr... Und er hat einen zweiten Schuss? Nein, hat er nicht. Sehr gut. Strutzi trifft daneben. Oh, er hat insgesamt 10 Schaden kassiert. Das ist super unglücklich und ich finde, wir sollten dort irgendwas machen gegen... Okay. Bin unterwegs zu neuer Position. Wie man sagt, first things first. Ja. Du kannst den anderen nicht sehen, von daher ist das okay, wenn du dir die Drohne vornimmst. Bedrohung ausgeschaltet. So, und jetzt müssen wir sicherstellen, dass du gleich noch ein gesundes Wesen bleibst. Das heißt für mich, dass du eine Heilung kriegst. Du einen Schritt nach hier läufst und hoffentlich den Gegner sehen kannst. Nein, kannst du nicht. Kannst du dich in eine volle Deckung bewegen? Ja. In Bewegung. Aber auch ohne irgendetwas zu sehen.
Das ist ärgerlich. Was ist, wenn du dich hierhin bewegst? Nein. Okay, wen könnten wir hier zwischenschieben? Ja, wir machen das. Wir probieren zu verhindern, dass sie hier, sie ist schwächer als Strutzi. Deswegen werden wir dich in eine volle Deckung bewegen. Und aus dieser vollen Deckung heraus werden wir... das ist zwar 38% und es ist kaum Schaden. Sorgen wir lieber dafür, dass du dich bewegen musst. Ja, das ist eine gute Entwicklung. Oh. Oh. Flächenschaden. Eieiei, Flächenschaden und einen schweren Beam. Meine Herren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe hier keinen... ich sehe hier keinen Schutz mehr. Hier ist kein... Hier ist keine Deckung mehr. Eieiei. Gut, das geht nicht. Wir müssen aufrücken. Schon unterwegs. Und die in Stellung bringen, die jede Menge Schaden abkönnen. Nur, also, nur damit ich das richtig sehe. Er hat zwei Aktionen, die Schüsse sein können pro Runde. Und er hat eine Art Reflexschuss. Was ist denn hier kaputt? Und nur eine 68%ige Trefferchance? Und die schwerste Waffe in unser Inventar macht 5% Schaden? Was zum Kuckuck? Ach. Du hast überhaupt keine Deckung mehr. Ja, das nützt nichts. Wir müssen probieren. Begebe mich an neue Position. Ja, das funktioniert auch nicht. Was machen wir nur? Okay, du musst erstmal näher ran, aber so nah ran, dass du nicht in Gefahr bist. Position bestätigt. Wir bewegen dich nach da, dann kannst du in der nächsten Runde dich hier hinstellen. Denke ich, hoffe ich, bete ich. Du bist hinter einem Stein. Das hilft mir schon mal, aber richtig gut ist es nicht. Du könntest auf irgendwas schießen, aber das ist eher albern. Deswegen bewege ich dich nach hier. Und dann darfst du dich ruhig selber heilen. So, und du bist das echte Problemkind hier. Du musst dich nämlich auch selber heilen. Okay, ist ein Tick besser als vorher. Wir haben unsere Mechs sind vorne. Und die kriegen natürlich ordentlich Schaden, weil die Frage ist. Ja. Die Frage ist, wie viel. Und wer wie viel Schaden kriegt. Da ist der Reflexschuss, das war zu erwarten. Ich hoffe, er verfehlt. Nein, er macht 9 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schaden hat er letztes Mal gemacht. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 Schaden übrig für diesen Mech. Das ist super, super heftig. Und wir kommen nicht mal nahe noch dran, um irgendwas Sinnvolles mit ihm anzustellen hier. Ja, du könntest schießen. Aber dann bist du potenziell in der Runde drauf tot. Nein, nein. Gut, machen wir erstmal andere Dinge. Shilong ist inzwischen, ja.
Ich riskiere es. Zhang sich hier hinstellen lassen. Und ihn dann... 50%! Was ist hier nur los? Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Okay, ich kann probieren, ihn seitlich zu treffen. Ich glaube aber nicht, man kann es sehen. Kritischer Schlag funktioniert nur in direkt angrenzenden Feldern. Wir hätten also die Möglichkeit, popeligen Granatenschaden zu machen oder ihn in der nächsten Runde Krach machen zu lassen. Ich glaube, es wird Zeit, hier ein kalkulierbares Risiko einzugehen. Das nächste Risiko ist, hier näher ranzugehen. Okay. Und im nächsten Schritt hier rüber. Du bist inzwischen voll, du hast aber kein Medikit mehr. Das heißt, du kannst niemanden mehr heilen. Okay, da musst du erstmal nachladen. Und du hast wieder dein Plasmagewehr. Okay, du kannst hier hin. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Du könntest feuern oder du könntest es sein lassen. Die Frage ist, auf wen feuert er als nächstes und wie viel Schaden macht er? Meine Befürchtung ist, dass er probiert, Fire Turtle zu töten. Okay. Und ich will Fire Turtle nicht verlieren. Deswegen lieber hier runter. Die Heilung abwarten, ihm das Medikit reindrücken. Und dann als nächstes... Genau. Fünf Schaden ist, denke ich, okay. In Anbetracht der Situation, in der wir uns hier befinden. Oh, er hat noch einen zweiten Schuss. Ich vergesse es immer wieder. Möglicherweise hat er einen Abzug für den zweiten Schuss, das wissen wir nicht. Er scheint auf jeden Fall keine aktive Heilung zu... Er hat einen dritten Schuss? Nein, er hat keinen dritten Schuss, sehr gut. Okay. Wir sind immer noch bei 50%. Wäre es vielleicht empfehlenswerter, ihm eine Rakete reinzudrücken? Naja. Probieren wir es. Ups, probieren wir es mal. Ja. Vier Schaden ist nicht sehr viel, aber vier Schaden sind immerhin vier Schaden mehr, als wir bei einem 50% Fehlergebnis erzielen würden. Gut, dafür hat er jetzt nachgeladen. Die Frage ist, gehen wir nah ran und drücken ihm unsere Faust rein oder geben wir ihm das Partikelkanonenfeuer? Das ist die interessante Frage. Ich glaube, wir geben ihm zwei Schüsse mit dem Partikelkanonenfeuer. Für 97%. Oh, nur 5, okay. Krieg ich noch einen zweiten Schuss? Ja. Komm schon. Gib Daddy, was er will. Meine Munition ist aus. Okay. Gut. Nächster Schritt. Nächster Schritt ist... heilen. Dann der nächste Schritt ist hier hoch. Und er kriegt schon wieder einen Reflexschuss. Wie kann er noch einen Reflexschuss rausdrücken? Ha. Jetzt bin ich conflicted. Nie im Leben kriegen wir ihn getötet. Ach, das Einzige, was wir probieren könnten... Wie viel Lebensenergie hat Moin? Ich denke, Moin könnte einen direkten Treffer vertragen. Aber Moin sieht das Scheißviech nicht. Jetzt kommt's. Du wirst runnen und gunnen, und zwar... nach hier. Und du musst treffen. 70%, alles klar. Los.
Ach, verdammt. Du kannst nichts mehr machen. Du hast aber auch ein Medikit. Gut, wir haben jetzt drei Leute hier stehen, die direkt feuern können und die Schaden machen. In Ordnung, Commander. Dann gehst du nochmal heilen. Du hast zumindest Schaden abgefangen, den sonst andere abbekommen hätten. Und das ist die Hauptsache. Okay. Oh, sei stark, Holzkopf. Oh. Hopp, hopp, hopp. 9. 11 Schaden. Ah. Dritter Schuss? Nein. Hoffentlich nicht. Gut. Streulaser. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon wieder vergessen, hier die Waffe auszutauschen. Das ist sehr bedauerlich. Gut, machen wir eins nach dem anderen. Trefferchance. 50%. 50% getroffen. Zweiter Schuss. Ich habe keine Patronen mehr. Das war nicht gut. Gut. Nächster Schuss. Oh, jetzt müssen wir ran. Ich bin schon auf dem Weg. Das gibt einen Reflexschuss, daran habe ich nicht gedacht. Und aus nächster Nähe 5 Schaden. Naja, gut. Und? Oh! Touchdown! Mech-Panzerung intakt. Ach. Ach, wie wunderschön. Wie wunderschön. I'm on it, Commander. Oh. It's been secured. Ach, mein Lieber. Was für ein finsteres Spiel wir hier gespielt haben. So, du hast 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 und du hast noch 6. Das bedeutet für mich, dass Holzkopf die nächste Heilung kriegt. Das andere kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen fair sein. Und Holzkopf kriegt die nächste Heilung. Du hast jetzt somit deine Heilung schon bekommen. Position bestätigt. Und musst jetzt hier ohne Vorlieb nehmen. Gut. Moin hat noch nichts an Beschädigung bekommen. Ich bin gerade am Überlegen, wie weit wir uns mit Moin vorwagen. Ich denke, ist es okay, wenn wir mit Moin hier hingehen. Ja. Du bleibst hier stehen. Das ist sehr gut. Ich glaube, das war auch schon deine dritte Heilung. Gut. Eins nach dem anderen. Ja, Wunden heilen. Genau das wird er tun. Das ist eine der Stärken von XCOM, dass man irgendwann es wirklich, wirklich bereuen würde, Truppen zu verlieren. Und deswegen ist man dann noch vorsichtiger und zwangsläufig. Einfach weil, oder es ist nicht zwangsläufig der Fall, aber es ist bestätige Befehl. Gut möglich, dass man mindestens eine Einheit im Lauf des Spiels verliert, die einem ans Herz gewachsen ist. Und das ist natürlich dann ein Riesendrama. Und das ist gut, weil Drama ist Teil des Programms sozusagen. Okay. Wir haben also einen Sektopod Mech, so heißen die, glaube ich, jetzt ausgeschaltet, das erste Mal kennengelernt. Und ich dachte schon, der andere hieß so, aber nein, das war der. So, die Frage ist, wie wir jetzt den nächsten unbekannten Alien hier kennenlernen werden. Ich habe, ehrlich gesagt, Sorge, dass wir dort eine... Oder sagen wir es anders, ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon aus dem Gröbsten raus sind. Das wäre sehr, sehr... ungewöhnlich. Ich bin schon auf dem Weg. Deswegen bewege ich mich auch so langsam nach vorne. Ich möchte wirklich nicht riskieren. Setze mich in Bewegung. Dass wir hier, ja, da kann man das ganz gut sehen. Ist auch nicht klein, das UFO. Schauen wir uns das ruhig mal an. Ja, und... Moin.
Moin wird relativ viel von dem Gewicht dieser Mission jetzt noch stemmen müssen. Okay. Okidoki. Schaffen wir dich ruhig mal hier hin. Dich entsprechend hier hin. Das Ding schauen wir uns gleich an. Aber erstmal probiere ich die Truppen hier vernünftig ranzukriegen. Ja, das reicht. Die stehen etwas eng zusammen, aber ich glaube besser als nichts. Wir haben ja aktuell keine direkte Feindbedrohung. Ja. Und du rückst hierhin vor. Aber ich habe beschlossen, dich schon mal nachladen zu lassen. Ich glaube, ich habe was gehört. Oh. Hat man uns etwa von der Seite angedüdelt? Ja, man hat uns von der Seite angedüdelt. Verstehe. 84% ist nicht besonders gut. Die Alternative ist... Die Alternative gefällt mir besser. Die Alternative ist, dass wir uns zurückziehen und sie zu uns kommen lassen. Und das wird so funktionieren, dass wir alles, was wir haben, so postieren, dass wenn sie kommen, sie die Nase voll bekommen. Ja. Selbst den Streulaser. Ja. Bin unterwegs. So, das sollte wunderbar funktionieren. Es sei denn natürlich, sie fliegen so, dass sie hinter uns rauskommen. Aber... Oh, trifft doch einer von euch. Einer hat getroffen. Ich mag euch nicht mehr. Los. Ach, komm. Moin. Moin muss es richten. Moin! Sehr gut. Aber wir sind noch nicht raus aus dem... wir sind noch nicht fein raus. Es gibt noch einen zweiten. Da war noch ein zweiter. Die Frage ist, wo der zweite war. Okay, wir können ja mal schauen, wo der zweite war. Okay. Ah, nicht zu sehen. Mache mich auf den Weg. Vielleicht, wenn wir uns etwas weiter nach vorne trauen. In Ordnung, Commander. Ist hier was zu sehen? Nein, hier ist nichts zu sehen. Ungünstig, ungünstig. Moving out. Ja. Moving. Streulaser. Du kannst etwas näher ran, aber hast da natürlich keine seitliche Deckung. Ah, sehr gut. Hallo. Okay. Braucht nur noch einen weiteren Treffer. Oh, vier Leute. Einer muss treffen. Einer muss treffen. Ja. Sehr gut. Gefahr wurde eliminiert. Wohlgemerkt Gefahr, nicht Jaffa. Jaffa ist der aus Aladdin und Gefahr ist der nicht aus Aladdin. So. Dann jetzt ein wenig umarrangieren und dann geht's an die eigentliche schwere Aufgabe dieser Mission. Wo man sagt, was?
Die eigentlich schwere Aufgabe? Ja, die eigentlich schwere Aufgabe. Bei der wir noch sehr gut Leute verlieren können, besonders jetzt, wo wir stark angeschlagen sind von dieser Mission. Das wird nicht sehr angenehm werden. Position bestätigt. Wir haben möglicherweise einen Versuch, bevor das Resultat ist, dass wir eine sehr schmerzhafte Erfahrung machen werden. Setze mich in Bewegung. Gut, aber ich denke, im Moment sind wir noch sicher. Ja, ich denke auch. Gut, sehr gut. Gut, Zeit, uns das Alien-Layout anzugucken. Also es scheint einen Kern zu haben. Und ansonsten ist der Aufbau mehr oder weniger identisch, aber was sich hier abspielt, ist tatsächlich im Kern. Das ist, denke ich, die wichtige Info, die wir haben. Bevor wir hier durch diese Tür gehen, haben wir die Möglichkeit, hier schon mal reinzugucken. Oh, und da sind... Da sind Viecher drin, okay. Gut. Wir werden langsam aber sicher aufschließen müssen. Da wir da gerade reingeguckt haben und nichts gesehen haben, denke ich, kann Strutzi hier näher ran. Gubelowski. Ähnlich, was ist hier hinten? Ist hier hinten die Tür, wo wir rein wollen? Ja, nutzen wir diese Tür. Ich denke, wir können gefahrlos hier ran, aber wir müssen es natürlich tun. Ich mache mich auf den Weg. Oh. Holzkopf. Holzkopf ist mal wieder der schnellste. Verstanden. Rücke aus. I'm on the move. Ja, da habe ich gerade über was nachgedacht. Deswegen war ich ein wenig stiller. Ich muss mal überlegen. Das sieht alles so anders aus als die anderen UFOs dieser Klasse, die wir sonst abgeschossen haben. Die haben hier intern einige Umbauten gemacht. Die interessant, aber nicht wirklich zuversichtseinflößend sind. Begebe mich an neue Position. Und was noch viel dramatischer ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich da um die Ecke schauen möchte, ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben, was da gleich kommt. Deswegen denke ich, werden wir noch einen Turn ein wenig Suche die Sache angehen lassen. Ach, da würden wir mit um die Ecke gucken. Okay. Gut. Wer bist du? Du hast noch nicht Wächtermodus. Gut. Oh. Oh, da drin. Ja, und wie? Okay. Gut, first things first. Geht in Ordnung. Okay, das sind gute Neuigkeiten. Das heißt, dieser Bereich ist einigermaßen sicher. Ich denke, wir kommen hier drumherum. Bin dabei. Großes Drama zu haben, sondern können erstmal unsere Truppen positionieren. Und das ist wirklich alles, was ich möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Lage sein werden, das Alien zu fangen, um das es hier geht. Ich bin mir nicht mal sicher, dass wir in der Lage sind, es zu töten, bevor es eine oder mehrere von unseren Kräften töten wird. Position bestätigt. Wir sind tatsächlich in gewisser Weise an dem Punkt, wo wir fast oder alle Aliens kennengelernt haben, die dieses Spiel uns zu bieten hat. Und genau das wird einer der spannendsten
Aspekte von der Sache sein. So, okay. Du dahin. Du gehst dahin. Jetzt nur nicht verklicken, sonst rennt einer durch die Tür und wir haben ein großes Drama. So, jetzt ist die Frage, wen wollen... Oh. Oh. Hast du die Tür aufgemacht? Es sieht so aus, als hätte er die Tür aufgemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, er hat nicht die Tür aufgemacht. Nein, er hat nicht die Tür aufgemacht. Heieieiei. Okay. Du gehst... Ja, du hast gar keine Rakete mehr, du kannst also entspannt dahin gehen. Ja. Raketen, wie gesagt, kann man nur abfeuern beim ersten... wie heißt es? Beim ersten Schritt im Zug. Und das ist natürlich hier nicht mehr der Fall, wenn wir die Einheit bewegen, weil sie zum Raketenfeuern in einer schlechten Position steht. So. Von daher, das geht nicht. Aber jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ich kann mich nicht mehr länger drum drücken. Nach diesem Alienzug müssen wir das Ganze hier schmutzig erstürmen. Oh! Ja. Das ist das Drama, über das wir sprechen. Okay. Erst das, was wir machen können. 84% für das, okay. Und? Wenigstens etwas. Das sind gute Entwicklungen. So. Ah, jetzt können die alle nichts mehr sehen. Rücke vor. Deswegen. Commander, dieses Gerät muss äußerst wichtig für Sie sein. Wir sollten es unbedingt in unsere Gewalt bringen, um es untersuchen zu können. Okay. Nicht zerstören, nicht mit Raketen drauf feuern. Das ist mir klar. Schalten wir erstmal dieses Ding aus. Jedenfalls, wenn wir es können. So, was ich machen möchte gerne ist... Wo ist er? Da. Ich möchte gerne dich hier zum Stürmen bringen. Und... Wohin stellen? Dahin stellen. Denn von hier aus kannst du ihm in den Rücken schießen. Ja. Ganz genau. Und jetzt lösen wir den Rest. So gut wir können. Nämlich mit Plasmagewehr auf Alien, was 57% nur Trefferchance hat. Oh. Und wo wir gerade mal 6 Schaden rausdrücken. Gut, okay. Geht in Ordnung. Mal sehen, wie das mit unseren Legierungswaffen ist. 86% ist okay. 9 Schaden. Okay, noch 5 Schaden. Irgendwoher brauchen wir 5 Schaden. Zu Befehl. Okay, ich riskiere es mit Shillong. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Habe das Ziel eliminiert. Oh! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh! Enemy spotted. Da waren ja noch welche. Das war mir... Das... Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Damn it. Das sind unschöne Zustände. Aber... Eventuell können wir das Ganze noch richten. Ja, Partikelkanone, da, 100%, das ist sehr gut. Erbitte Munitionslager vernichtet. Ladevorgang abgeschlossen. Du hast 68%. Ich habe das Gefühl, wir stehen hier verdammt nochmal so dicht beieinander. Wärst du hiermit schon im... Nein, wärst du nicht. Okay, wir bewegen dich näher ran. Schon unterwegs. Ah,
58%, das ist nicht besser als vorher. 10 Schaden wiederum ist sehr, sehr gut. Okay, du kannst nochmal feuern. Was hast du denn eigentlich? Ach, 39%? Was ist das? Eine Entdeckung für Ameisen? Ja. Stehst du überhaupt in Deckung? Ich habe das Gefühl, du stehst gar nicht in Deckung. Bestätige. Naja, gut. Ah, er bewegt sich. Bewegen ist besser als schießen. Aber er hat sich bewegt, damit er schießen kann. Okay. Weißt du was? Du Vogel hast es verdient, dass der Holzkopf nochmal seine Faust in den Kopf drückt. Und? Ah. Ein weiterer Sieg. Sehr gut. Operation Stiller Gott. Das war ehrlich gesagt eine schwerere Mission, als ich es erwartet hatte. Ich hatte die Sektopods tatsächlich vergessen, dass es sie irgendwann geben wird. Also, ihr wisst, ich habe dieses Spiel schon einmal gespielt, aber ich spiele es immer wieder gerne. Aber ich hatte tatsächlich die Sektopods vergessen. Ja. Wir haben aber was Leckeres mitgebracht. Einen neuen Bademantel und das Kügelchen. Man beachte, die Helfer tragen Schutzbrillen. Extrahiert aus einem getarnten Schiff und bewacht von dem mächtigsten Geschöpf, das wir je gesehen haben. Was glauben Sie, ist es? Ein Objekt mit immenser Kraft. Denken Sie, was wir damit tun könnten, wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln. Sie hat das aber auch. Gefährlicher Gedanke, Doktor. Sie will die Power. Bei der Macht von Grayskull ist genau ihr Ding. Sie hatte ein He-Man-Album zu Hause. Sir, ich empfange da etwas. Oh. Noch ein getarntes Schiff? Nein, Sir. Es ist groß. Groß? Okay. Bitte sagen Sie mir, dass es sich um ein fehlerhaftes Signal handelt. Ich wünschte, ich könnte. Dieses seismische Ereignis entstand direkt unter unserem neuen Kontakt. Mit unserer Ausrüstung könnten wir dem Ding nicht mal einen Kratzer verpassen. Wenn Sie beide noch irgendwelche genialen Ideen haben, raus damit. Ich glaube, ich habe eine Idee, was deren Idee sein könnte. So viel steht fest.